Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Wohnmotiv Rudis Reisejahr. Ich bin ja hier auf dem Stellplatz Seeburger See, ja, in der Nähe von Göttingen. Hier Duderstadt liegt in einer anderen Richtung. Und ich bin hier mit Biene und Yogi unterwegs, also tatsächlich. Das ist deren Kanal, Biene und Yogi unterwegs. Und die habe ich jetzt hier getroffen auf diesem Stellplatz. Und wir machen von hier aus immer so ein paar Touren, gucken uns dann die Gegend an. Und dann nehme ich euch dann heute auch mal wieder mit und zeige euch mal so ein bisschen, was wir hier alles erkunden und sehen werden. Bleibt dran. Wir sind jetzt angekommen bei Max und Moritz, und zwar die legendäre Mühle. Viel Freud und weise Lehren bekommt man hier zu hören. Also lautet ein Beschluss, dass man vieles sehen muss. Hier seid ihr recht am Ziele. Besucht die legendäre Mühle. Ha, das war der Lehrer Lempel, ne? Wahnsinn, und wir sind jetzt hier nämlich bei der Wilhelm-Busch-Mühle, die Mühle, wo Max und Moritz ihre Streiche gespielt haben. Wir haben einen kleinen Bach hier mit dabei, der fließt hier so rum, und dann geht es da zur Mühle hin. Die schauen wir uns natürlich mal an. Wow. Ja, dann geht es hier gleich weiter. Wir haben also hier so lustige, ja, Baumreste, und dann ist hier die Witwe Wolte, und wir sind hier an der Mühle angekommen. Mal gucken, wo die jetzt hier genau ist, die muss ja nach vorne gleich kommen. Kein Ort ist mir vertrauter als Ebergötzen. Und nun kommt das ganz Interessante, dass der 9-jährige Wilhelm 1841 hier aus 150 Kilometer Entfernung von seinem Elternhaus nach Ebergötzen zum Onkel kam. Der war hier der Pastor. Ja, und er hatte hier einen Freund, und das war der Erich Bachmann. Und Wilhelm Busch und Erich Bachmann haben nachmittags hier im Dorf unbeaufsichtigt eine ganze Menge an Blödsinn offensichtlich angestellt. Das heißt, eigentlich ist Wilhelm Busch einer von Max und Moritz. Und da vorne ist dann die Mühle, die ihn dann inspiriert hat. Ja, und vielleicht ist dies ja die Brücke über den Mühlenbach, wo es dann die Brücke angesägt wurde. Alles möglich. Die Gedanken sind frei. Ja, vielleicht war es hier. Mal schauen. Also die Brücke ist jetzt aber stabil. Das hier ist die Originalmühle, die Wilhelm Busch bei Max und Moritz quasi beschrieben hat für die Streiche. Das Wasserrad steht jetzt fest, aber hier war es. Genial. Wir sind jetzt an der Wilhelm Busch Mühle angekommen, und da vorne sehen wir dann auch jetzt Max und Moritz, die hier ihre Streiche gemacht haben. Wow, Wahnsinn. Da geht's rein. Da gehen wir mal rein. Wenn man hier reinkommt in die Mühle, ist da erstmal ein Spruch: Der Müller in der alten Mühle ist seit meinem 10. Jahr mein Freund, der Liebste, Beste, den ich habe. Ja, und hier ist jetzt Wilhelm Busch Lebensstube hier. Und da gehen wir da mal direkt rein. Da sind sogar Marionetten zu sehen. Interessant gemacht. Und auch ein paar Zeichnungen von Wilhelm Busch. Das Wirtshaus. Ach, die kennt man ja alle. Wundervoll. Eine richtig gute alte Stube. Er hat als Kind also schon hervorragend gezeichnet. Hier die Mühle oder eben seinen Onkel. Muss ich einfach mal umschlagen. Hier ist dann der Onkel, der ihn also gefördert hat. Da finde ich auch die Ähnlichkeit also noch ein paar. Ziemlich groß. Wilhelm Busch wollte eigentlich gerne Kunstmaler werden. Er hat auch sehr viele Kunstwerke erstellt, ist letztlich aber durch seine Bilderfolgen berühmt geworden. Man sieht hier viele Stationen seines Lebens, auch mit Fotos belegt. Und auch eben halt die Orte, an denen er sich eben halt hauptsächlich in Niedersachsen aufgehalten hat. Wenn man nun die Treppe hochkommt hier in der Mühle, geht man geradeaus direkt hinein in die Mühlanlage hier oben. Hier wurde also dann, wie man das hier erstmal auf den Bildern sieht, wurden Max und Moritz ja vom Müller da hineingeworfen beim letzten Streich und kamen da unten als Korn wieder raus. Und hier sind diese Originalanlagen, die Wilhelm Busch gezeichnet hat. Das muss man sich mal vorstellen. Das hat ihn inspiriert, mit 30. Lebensjahr dann Max und Moritz beschrieben. Als sie 9 Jahre alt waren, haben sie hier gespielt.
haben das hier alles so gesehen, so wahrgenommen und daraus sind nachher dann die Geschichten entstanden. Der Bachmann, Erich Bachmann, der war dann eben halt der Max und Wilhelm Busch selbst war der Moritz. Also die haben hier gespielt als Kinder und Wilhelm Busch hat dann hieraus seine Geschichten dann gemacht. Hier ist ein Mühlstein, hier ist entsprechend das Werkzeug, um die Mühlsteine wieder zu schärfen, wie es dann hier heißt. Scharfe Steine für gutes Mehl. Dann sind hier nochmal die Maße, Hohlmaße, um eben... So, ich bin gleich oben. Ja, um dann hier das Korn und auch das Mehl abzumessen. Und hier ist dann ein Schlafzimmer. Das ist aber nicht das Schlafzimmer, wo Wilhelm Busch geschlafen hat, sondern das Schlafzimmer befindet sich dann hier, geht noch weiter nach oben hoch. Hier kommt man von unten nach oben hier hoch. Und hier ist dann quasi der Flur, man muss hier richtig schief laufen. Das ist alles nicht ganz gerade hier. Und hier ist dann die gute Stube, die Amtsstube. Hier war, und hier steht es eben halt grausam gemütlich. Der Qualm war so dicht. Wir konnten uns kaum noch sehen, Wilhelm Busch. Von mir über mich. Und dann sind die hier drin gewesen, hier die beiden. Und haben dann hier gequalmt und auch, das war das Extensive, eben halt auch viel Wein getrunken. Da sind dann zwei Bilder da vorne von Wilhelm Busch und auch Erich Bachmann. Und die zeige ich dann auch gleich nochmal hier. Wir gehen einmal so durch. Dann sehen wir hier einmal den Wilhelm Busch 1904. Und da vorne ist dann der Erich Bachmann. Also Wilhelm Busch war der Moritz. Und der Freund Max, das war der Erich Bachmann. Den haben wir dann hier. Das ist der Original Max. Also wirklich echt toll, dass die beiden Freunde hier als 9-jährige Freunde geworden sind. Und Wilhelm Busch ist hier immer wieder dann vorbeigekommen und hat hier, dann haben sie hier ihren Wein getrunken und haben hier extensiv geraucht. Man konnte die Hand vor Augen nicht sehen. Hier ist nochmal ein Schreibtisch. Und, das ist ja das Tolle, hier ist dann nochmal Wilhelm Busch Schlafzimmer, das Gästezimmer. Hier stief es sich gut, das Bett wackelte wie früher beim Getriebe der Räder und der Farbschürzenwascher rauschte durch meine Träume. Das hat Wilhelm Busch geschrieben und hier hat er dann übernachtet in diesem Bett, in diesem kleinen Raum. Hier steht noch ein Reisekoffer, da ist ein altes Buch noch mit Wilhelm Busch, ein Spiegel auch von früher und ein Nachthemd da oben. Hier ist ein Ofen, um den einigermaßen grad warm zu bekommen. Den Raum, der Schornstein ist ein bisschen schiefer. Und der Schornstein wurde auch genutzt hier dann von diesem Ofen hier, nebenan, der hier stand. Das musste natürlich alles befeuert werden. Das war natürlich ganz schön aufwendig gewesen. Und da unten ist auch ein kleiner Nachttopf unter dem Bett von Wilhelm Busch, der hier mehrfach im Jahr angekommen war und hier übernachtet hat. Ist das nicht toll? Während von den beiden Freunden Wilhelm Busch, der Moritz als Künstler dann eine künstlerische Ausbildung hatte, zwei Studiengänge als Künstler angefangen, hat sie dann aber nicht zu Ende geführt und hat dann aber ab dem 30. Lebensjahr Max und Moritz als Figuren gezeichnet. Er ist quasi der erste Comiczeichner, den man sich so vorstellen kann, hat es damit so ein bisschen begründet, mit Bildern und Text dazu lustige Geschichten zu erfinden. Und das sind alles Erinnerungen aus der Kindheit, die er mit seinem Freund Erich Bachmann, der hier Müller war, in dem Ort. Und es ist sehr ungewöhnlich, eben halt eine solche Freundschaft damals. Der Müller, der Erich Bachmann, war sehr gut betucht, kann man sagen. Er hatte nämlich viele, viele Ämter. Nicht nur ehrenamtlich war er dabei, sondern er hatte auch, er war Versicherungsvertreter, würde man heute sagen. Seit 1822 war er Agent der kölnischen Hagelversicherung gewesen. Ja, es war eine Feuerversicherung, er hat dann die 25 Dörfer im Umkreis dann bedient und insofern hat er da so wirklich gut verdient dabei und die beiden haben sich dann hier in diesem Zimmer dann getroffen. Dann ist hier nochmal ein Raum, wo dann so ein paar, wie nennt man das, Devotionalien zu sehen sind. Originalzeichnungen, aber auch immer die ganzen Bücher in vielen, 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 vielen Sprachen sind immer so beispielhaft gezeigt. Damit hat Wilhelm Busch ja letztlich dann sein Geld verdient. Und offensichtlich fand er das zwar nicht ganz so gut, denn seine eigentliche Kunst, die geriet dadurch ins Hintertreffen. Und seine Figuren, Max und Moritz, waren eben die ihm dann doch einen gewissen Reichtum gebracht haben. Können wir jetzt mal gucken und dann geht es sofort hier oben los.
Feuer. Hier läuft das leer, damit man den Rüttelkasten mal bei der Arbeit sieht. Ja, und hier unten geht es dann weiter. Hier ist das Mühlrad dann dran. Hier wird dann das Mehl abgefüllt, bzw. geht dann da oben durch einen Kanal in dieses Rüttelsieb rein und hier wird das dann ausgesiebt. Hier ist die Ausstellung Brotzeit. Und diese Brotdose hatten wir damals auch gehabt, genau diese Emaille-Dose mit diesen Beschlägen dran. Genau diese Brotdose hatten wir. Hier sind Brottüten zu sehen und wir haben hier dann Frühstücksbrettchen aus Porzellan mit Motiven drauf. Und der größte Hammer ist, dass genau hier diese, die hatten wir an der Wand hängen gehabt. Genau dieses Frühstücksbrettchen hatten wir an der Wand hängen gehabt. Das ist der absolute Wahnsinn, diese Frühstücksbrettchen, man kommt mit Kindersendungen wieder auf, aber sowas von, ich finde das, oh, find das irre, dass ich noch weiterhin zu sehen, dann noch ein paar Fleischwölfe und natürlich auch Brotschneidemaschinen, die sind noch Toast dahinter, aber die sind ein bisschen abgedeckt hier durch dieses Zettelchen und hier sind dann noch dann Brotschneidemaschinen zu sehen, verschiedenster Art, also ganz sehenswert hier, toll gemacht. Muss man sagen. Wirklich, wirklich schön. Dann gehe ich nochmal auf diesen hier. Begeistert, begeistert, begeistert bin ich. Hier kam dann früher das Wasser raus. Es kommt jetzt hier über ein Rohr, wahrscheinlich gepumpt. Dann hier über diese Zuführung. Jetzt gehe ich hier die Treppe runter. Und dann läuft das Wasser. Man sieht hier unten das Rohr, wie das da hochgeht. Okay. Und dann geht das dann in den 70er Jahren, wurde dann dieses Mühlrad hier gebaut. Das ist also nicht original von früher. Im Gegenteil, uns wurde gerade eben gesagt, dass das damals abgebaut wurde. Hier war so eine Einhausung gewesen. Und das Wasser wird dann da unten hochgesaugt, hochgepumpt, damit es dann hier runterläuft. Und das ist das Mühlrad, das dann eben halt dann innen drin das Mühlwerk antreibt und jetzt natürlich abgestellt wird, damit das Mahlwerk nicht unnötig in Betrieb ist. Und dann sieht man das Wasser da so runterfallen. Da ist die Mühle von Willem Busch, wo er auch immer übernachtet hat. Und dann haben wir hier nochmal so einen kleinen Rastplatz und da ist auch ein Mühlstein, wo man aber in der Mitte nichts abstellen kann. Und hier ist dann auch noch der Mühlbach hier nebenan. Und wir laufen wieder über die Brücke, wo wahrscheinlich der Erich Bachmann und Willem Busch, also Max und Moritz, damals hier dann die Idee hatten, dann diese Brücke dann so anzusägen, damit dann hier der... Oh, ich weiß gar nicht, wer das war hier reingefallen. Könnt ihr mal in die Kommentare mal reinschreiben. Wer ist denn damals hier in den Bach reingefallen? Also so schlimm war es dann auch nicht, aber die Brücke anzusägen ist schon sehr böse.
Ganz zum Schluss zeige ich euch nochmal ein paar Bilder, ein paar Details aus der Mühle heraus und die besten Bilder natürlich zum Schluss. Wir sehen hier die Zahnräder der Wassermühle aus Eisen gefertigt mit hölzernen Zahnrädern, die dann handwerklich gefertigt und ausgetauscht werden konnten. Hier das Brett, das Schüttelbrett oder der Kasten, der so geschüttelt wurde und auch diese eigentümlichen Geräusche machte. Und hier rieselt das Korn eben halt in diese Mühlsteine rein, da aus dem Mühlstein heraus, unten in ein Rohr, das nach unten führte und aufgefangen wurde. Hier der Berg, wo die Rutschpartie stattfand mit Max und Moritz oder dem Erich und dem Wilhelm. Das hat tatsächlich da stattgefunden, an dieser Stelle auch wunderbar. Und hier Abwandlung von Max und Moritz, eine Bubengeschichte für Erwachsene. Und dann nochmal Maus und Molly, das Ganze nochmal als Mädelsgeschichte dann aufbereitet, auch interessant. Oder Mack und Mufti, das sind das Ganze nochmal als Punk-Geschichte, auch interessant. Und hier der Raum, wo extensiv geraucht und auch Wein getrunken wurde, wo dann viele gute Ideen standen. Max oder Willem Busch und Erich Bachmann hatten eine jahrelange, lebenslange Freundschaft gehabt. Hier nochmal dann aus dem Buch heraus, eben halt Max und Moritz, wie sie die Brücke ansehen. Und auch diese Person gab es dann wirklich, das ist wohl der Onkel, dem sie dann da also diese Maikäfer dann reingepackt haben. Oder hier, wie die Pfeife dann zum Explosion gebracht wird. Auch das ist natürlich lustig. Und hier Witwe Bolte, die Sauerkraut abfüllt und oben rauben dann Max und Moritz die Hähnchen aus dem Kamin heraus. Also es gab den Bachmann und den Busch wirklich und da war das ganz Inspiration gewesen. Hier sehen wir dann den Erich Bachmann, gezeichnet von Wilhelm Busch, als er Kind war. Der Original Max, wenn man so möchte. Und auch dann der Original Moritz, also der Wilhelm Busch, hat sich hier als Kind dann selbst gezeichnet. Also wirklich ganz tolle Bilder. Und mit diesen Bildern möchte ich mich dann auch herzlich bei euch verabschieden. Hier nochmal ein Bild von Erich Bachmann. Herzlichen Dank fürs Reinschauen. Gebt mir ein Like und ein Abo und bis zum nächsten Video.